Und los geht's. Fünf Getränke aus dem Fass in 3 Stunden trinken. So, dann erstmal das trinken. Okay. Ausgezeichnet. Der Trinkwürfel hat begonnen. Und ich habe einen Ass im Ärmel. Ich sollte nicht aus jedem Tuch trinken, denn wer weiß, was da so drin ist. Alter. Ja. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt einfach mal wegtrinken oder wie? Aus dem Bord, Brotkrupp in den Ofen. Herzlichen Glückwunsch. Issun hat sich zu einem stammen Burschen entwickelt. Los, mach hin. Also würde ich wiedergewinnen. Sieht so aus, als würde ich wiedergewinnen. Ich dachte zu Gerhard, Bausche würde viel trinken. Also Zeit für letzte Herausforderung. Ja. Gräfin Himiko kann der Große kann bei der letzten Herausforderung anscheinend meine Hilfe gebrauchen. Der Eiferzauber, den ich vorhin gelesen habe, könnte helfen. Ja, was ist denn los? Man, wir gehen jetzt nach Hause und du bist sowieso zu Hause. So, wir wollen jetzt erstmal unseren Sohn anschauen. Guck dir den an. Natürlich, Prinz Issun. Unser Nachfolger. Der wird einmal unsere Thronfolge antreten. Ich hab keine Ahnung. So sieht unser Sohn aus, liebe Freunde. So ein bisschen kleiner Adolf, oder was? Na, von seinen Eigenschaften hier, guck mal, böse, lebenslustig, Gildengegner. Und dann wollen wir Zauber studieren. Seelendieb, Zauber wirken, Steuern bezahlen. Okay, Eifer. Für Eifer brauchen wir Feuer, Licht und Energie. Der Körper wird beschleunigt, Kraft und Reaktionsgeschwindigkeit verbessert. Aha. Feuer, Licht und Energie. Okay. Nun denn. Aha. Unser Sohn. Ich finde das aber schön. Auch wenn das irgendwie sehr unpersönliche Beziehung ist. Dann wollen wir diesen Zauber mal wirken lassen. So soll es. So sei es. Wir kommen dem Ziel immer näher. Oh Gott, wir müssen kämpfen. Dann wollen wir mal. Nein, du sollst ihr jetzt den Zauber geben. Okay. Die Macht. Ich find's immer wieder geil. Also, mir gefallen die Effekte sehr gut, muss ich sagen. Danke, das klingt, als wäre ich genau für die Richtige. Sir Gerhard, der berauscht im Kampf besiegen.
Jetzt geht's um alles, oder nicht? Ja, der ist sowieso berauscht und verwünscht und alles. Der schafft das niemals. Hugo! Schnauze! Schau uns lieber zu. Und einmal. Yep. Oh. Oh. Alter, was sind das für geile Moves? Die haben wir noch nie gesehen. Und jetzt nochmal der verheerende Schlag. Komm. Und zack. Und bam. Alter, wie geil. So sieht ein wahrer Kampf aus. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben Glindert Level 7 erreicht. Wir und Himiko hat Level 6 erreicht. Ja, Zauber verfügbar, Heilung, geisterhafte Musik, Telepathie, Terror und Miasma. Und Himiko hat Monai Level 6 erreicht. Verbesserte Kampffähigkeit. Und wir haben das Quest mit Platin erzielt. Einfach unglaublich. Ja, ist einfach unglaublich, unbeschreiblich. Das Ehrenturnier war vorbei und Gräfin Himiko die Große hatte es gewonnen. Sie hatte ein bisschen Hilfe von Markerin Glinda, aber das war zu erwarten. Spanbeck musste sich mit Zayan verbünden. Das Turnier war eigentlich eine reine Formalität, um dem Reich den Übergang zu erleichtern. Sir Gerhard der Berauschte akzeptierte seine Niederlage und gelobte dem Königreich Zayan im Auftrage Spanbecks Loyalität. Niemand in Zayan zweifelte daran, dass Gräfin Himiko die Große den Sieg verdient hatte. Es war ein guter Tag für das Königreich und Himiko hatte wieder einmal mehr das Vertrauen ihres Königreichs gewonnen. Sie war stark, sie hatte ihren Kampfgeist gehabt und sie zeigte, wie sie mit Schwertern umgehen könnte. Eine perfekte Kriegerin, eine glorreiche Königin, eine gutmütige Königin. Das war Himiko. Sie hatte einen Sohn geboren, der nun herangewachsen war. Mit Waka hatte sie ein Verhältnis. Trotzdem wurde sie ja nicht hinten angestellt. Das blieb für sie das Wichtigste. Zayan zu verteidigen und bis zum Sieg, bis zum Ende zu helfen. Himiko die Große, die Geschichte einer Legende, nimmt ihren Lauf und geht immer weiter und weiter. Ja. Was soll man sagen? Himiko hat es tatsächlich geschafft. Und wir haben jetzt wieder Möglichkeit, ein Gebäude zu errichten. Das Beste, was es geben kann. Wir brauchen Waffen, wir brauchen Material und Sicherheit. Ich denke, meine Schmiede ist gar nicht so schlecht. In der Schmiedewerkstatt werden alle Arten von Werkzeugen, Waffen und Rüstungen gefertigt. Also perfekt für uns. So, und da sind wir auch schon zurück. Und die Schmiede ist errichtet mit dem Schmiedemeister. Ich habe ihn mal gerade erstellt, nämlich Schmiedegesellen Kaito. So sieht der Gute aus. Jetzt haben wir einen Schmiedemeister, das heißt, das können wir auch aufrüsten. Und es stellt sich die Frage, was gibt's? Aufstieg des Stückenschreibers. Beutejagd, wilder Keiler. Die uralte Zaubershow. Zwar Fleischquest. Gefährliche Gedanken. Ophelia, Charisma, Killer des Todes.